Heute wird ein bisschen gesniped. Und zwar jetzt gerade mit der Koschka, mit der ich normalerweise nicht so gut klarkomme. Keine Ahnung, wie ich den gerade bekommen habe. Die visiert zwar schnell an, macht aber nicht ganz so viel Schaden. Und hat ein etwas unübersichtliches Visier, das kann man vielleicht sagen. Und wir haben direkt noch einen damit bekommen. Finde ich gut. Und hier campen wir mal ganz kurz auf die Leute. Ah, es war so klar, dass der piekt. Es tut mir ein bisschen leid. Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich mache gerade irgendwie Kills. Kommt der nochmal? Oh, okay, warte mal. Vielleicht können wir hier welche wegholen. Alter, Leute. Wir machen gerade Kills mit der Waffe, mit der ich eigentlich nicht so wirklich gut klarkomme. Und das freut mich gerade verdammt. Nein. Ah. Was ist da gerade passiert? Es gibt auf jeden Fall zwei Sniper in der Beta. Die Koschka, die ich jetzt gerade spiele, die ein bisschen schneller anvisiert. Dafür ein komisches Visier hat, wie ich persönlich finde. Und außerdem ein bisschen weniger Schaden macht. Und dann gibt es noch die Paladin. Und das ist eine Sniper, die verdammt viel Schaden macht und ein geiles Visier hat, dafür ein bisschen langsamer anvisiert. Aber ganz allgemein die meiste Zeit trotzdem besser zu spielen ist, würde ich sagen. Ja, ich bin mir nicht sicher, was ich da gerade versucht habe. Wir werden auf jeden Fall mit beiden Snipern jetzt so ein kleines bisschen spielen. Was ich gemerkt habe, ist, dass die Sniper auf jeden Fall ein bisschen schlechter sind als in BO3. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil bei BO3, ja, konnte man sehr schnell gekillt werden. Und hier kann man nicht so schnell gekillt werden. Das heißt, es wäre vielleicht ein bisschen seltsam, wenn die... ganzen Sniper trotzdem so gut wären wie in BO3. Da wäre man dann vielleicht ein bisschen OP. Der große Unterschied ist, würde ich sagen, dass man jetzt ziemlich viel Flinch hat mit den Snipern. Das heißt, wenn man angeschossen wird, dann geht die Sniper ziemlich nach oben, was halt dafür sorgt, dass die Gegner, obwohl man eben eine höhere Time to Kill hat, die Chance haben, dich zu killen. Wäre ja sonst vielleicht auch ein bisschen unfair. Also ich bin eigentlich zufrieden damit. Wäre ein bisschen blöd, wenn die komplett stark wären, die Sniper. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen und ich hoffe natürlich, dass ich besser werde. Werden wir sehen. Vielen Dank für den Boost. Der mir wahrscheinlich absolut nichts bringt. Okay, was? Okay, laden wir das Ding mal nach. Da kommt noch einer. Ich glaube, der wurde auch von hinten von... Wo kommen sie denn alle? Ich muss echt im Quickscopen noch besser werden. Was? Er ist eine Millisekunde danach gestorben. Oh, das fühlt sich gemein an. Und unnötig. Ich bin nachgejoint, Leute. Ist nicht so schlimm, wenn wir jetzt hier verlieren. Das Nachjoinen ist meine Ausrede für diese Runde. Ansonsten würde die ganze Lobby natürlich anders aussehen. Sit down. Ah. Ich hoffe, ich komme auch aimtechnisch noch ein bisschen rein. Das ist halt immer so ein bisschen das Ding, wenn du irgendwie ein Spiel wechselst, dass du dann halt eine andere Sensitivität hast. Ich denke, das kennt ihr auch von der Konsole. Ja, okay. Wir sind nachgejoint. Leute, wie habe ich das gejoked? Machen wir das Ding hier mal raus. Schnappen uns jetzt den Typen da oben. Laden gechillt nach. Und warten hier auf die Leute. Nee. Nicht schon wieder. Ich muss echt lernen, ein bisschen schneller immer zu meiner... Okay. Ich muss echt leer... Nein, die spawnen da oben. Nein. Komm, wenigstens den einen. Wenigstens beide! Let's go! Ich weiß nicht, wie ich den getroffen habe. Hat sich ein bisschen komisch angefühlt. Aber wir haben ihn getroffen. Hallo, mein Freund. Okay, oben ist irgendwo einer. Hier wurde doch irgendwo gerade ein Teammate gekillt. Bin mir nicht sicher, wo. Okay, der ist oben im Fenster. Kann ich zurück? Heil dich hoch, mein Freund. Okay, da ist keiner mehr. Hinten können wir mal absichern mit dem Radar. Okay, die sind alle oben drin. Komm, piek. Irgendwie kommt da keiner. Ich glaube, die sind alle da oben. Kommt man da irgendwie eigentlich hoch? Okay, das wäre vielleicht auch ein bisschen zu stark. Ja, weg mit dir, mein Freund. Komm. Geh ans Fenster, lass dich killen. Mich auch. Komm. Pik. Ja, der will nicht pieken, wie es aussieht. Ist da oben wieder einer am Fenster. Dieses Fenster macht mir doch ein bisschen Angst. Ich muss es sagen. Man kann sich irgendwie nicht auf hier unten konzentrieren, wegen dem Fenster. Okay, da kommt gleich einer. Ja, zwei natürlich wieder. Zwei.
Ich versteh's nicht. Wo gehen denn meine Schüsse hin? Alter, und die Sniper verhält sich richtig komisch nach dem Wiederbeleben. Da visiert sie richtig, richtig seltsam an. Das muss ich mal im Auge behalten. Meine Freunde, kommt her. Nein, 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 komm. Den auch noch, dankeschön. Hinter uns, hinter uns. Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Oh, er will nicht rauskommen. Nein, okay. Er kommt doch raus. Also die Runde haben wir gewonnen. War trotzdem noch wackelig. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir vielleicht Sniper wechseln sollten. Vielleicht machen wir das mal. Leute, dann testen wir mal die anderen Sniper. Mein erstes Fazit zu den Snipern ist, ich kann noch kein Fazit geben, weil mein Aim einfach zu schlecht ist im Moment in dem Game. Da war doch einer, perfekt. Ich treffe manchmal Abschüsse, so ist es nicht. Aber die meiste Zeit ist das halt alles irgendwie ein bisschen unangenehm, was ich mache mit den Snipern. Was mich selber auch mega ärgert, weil ich snipe eigentlich verdammt gerne. Das sind sie alle. Und ich muss nachladen und treffe überhaupt nichts. Nice, da ist ein Colette. Let's go. Können wir weitermachen, da unten kommt einer. Komm schon, komm schon. Let's go. Spawnter, spawnter, spawnter. Was? Was? Wieso war das kein Kill gerade? Leute, das war aber auf den Gegnern, oder? Was ist da gerade passiert? Oh, er hat sich hingelegt. Nein. Oh, hinter uns. Oh. Nein, nein, da war noch einer hinten. Nein, keine Muni mehr. Gemeldet. Nice, danke, 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 danke. Irgendwie haben wir die Streaks bekommen. Komm, komm, Shepper, 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 Shepper. Nice, zwei. Am Ende haben wir doch noch irgendwie was hinbekommen. Da oben, komm. Weg mit dir, mein Freund. Soll ich hier oben bleiben? Hitmarker, wirklich? Also wieder typisch. Ich mache natürlich die Hitmarker hier in dem Game. Den haben wir perfekt. Machen wir das Ding mal nach hinten. Ich kann mir eigentlich gut vorstellen, dass jetzt gleich einer pusht von hinten. Oder hier mittig. Oder da, wo mein ganzes Team ist. Was? Wo hat der denn jetzt gerade hingeschossen? Also, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Oh, hinter uns. Wo kommen die denn immer her in diesem Game? Na, nix da. Okay, das war knapp. Oh, da ist noch einer. Komm, wir hardscopen da mal rein. Wie mir mein Teammate erstmal die Sicht versperrt hat. Was war das denn? Sind da unten noch welche? Ja, das sind welche. Komm schon, komm schon, komm schon. Let's go, perfekt. Oh, Colette, let's go. Den nehmen wir auch noch mit. Wir heilen uns hoch. Wir schauen ganz genau, wo sie sind. Ah, das wäre so geil gewesen. Hätte man da durch die Wand schießen können. Da unten ist einer. Nein, das gibt's doch nicht. Das war so knapp. Nein, wie? Lass dich doch bitte killen. Ich weiß jetzt nicht, ob die da noch kommen oder nicht. Oh, auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Radar der Gegner. Erst habe ich meinen aktiviert und dann die ihren. So, komm. Spezialmunition. Hinter uns. Okay. Wir brauchen einfach mehr Drohnen hier gerade in dem Game. Ich habe auch selber keine mit dabei, muss ich gestehen. Weil ich irgendwie dachte, warum auch immer, dass ich Streaks erreichen könnte. Kann ich aber nicht. Okay, da haben wir das Ding wenigstens für den Moment. Fuck! Mein Fazit zum Snipen in BO4. Ich bin absolut beschissen beim Snipen in BO4.